Ich bin eine Taschenlampe-Freund. Ich bin der Irre, der sich in einem leeren Bus neben mich setzt. Oh, warte, falscher Film. Alles vom Anfang. Ich bin noch nicht mehr Taschenlampe-Freund. Ich bin der Irre, der sich in einem leeren Bus neben mich setzt. Oh, warte, falscher Film. Also. Dunkle Wege, Welt verloren, bösen Strafen nur erkoren, wo ein Trugbild namens Nacht hoch am schwarzen Throne wacht. Und hiermit herzlich willkommen zur Gruselnacht-Event von Fanarama. Und ja, ich ändere meine Stimme jetzt mal wieder. Ja, das ist dumm gelaufen. Ich weiß jetzt nicht, ich lasse es wahrscheinlich dort erstmal stehen. Stören tut er dort jetzt nichts. Und ich finde, ich muss nur sagen, die Animation, wie, das ist richtig süß. Hier formt er ein Pferdchen aus Lehm oder keine Ahnung. Und dann stuppt er so süß an. Guckt mal. Beguckt's und stößt dann an und schiebt das sozusagen aus die Tür hinaus. Ist echt süß gemacht. So, dann hier noch ein paar normale Bienen. Wir machen jetzt alles voller Bienen. Oh Gott, ich glaube mich, wenn so viele Bienen, oh Gott, das könnte böse ausgehen. Ja, den Witz versteht jetzt keiner, weil er blöd erzählt war. Ist ein ganz blöder Witz. So, mache ich hier. Und da bin ich mal gespannt, was, ja, in 6 Stunden sozusagen... Nehme ich dann wieder auf und mal gucken, was dabei dann rauskommt. Oh Gott, ich bin arm wie eine Kirchenmaus, weil ich ja auch eine Menge Parfum dann Parfum gekauft habe. Oh Gott, oh Gott. Gut. Was ich mal machen könnte, ist auch mal hier wieder drauf zu gehen. Hier Donald Duck. Den nenne ich jetzt Donald Duck. Weil er ja auch so eine Oh Gott, der war schlecht. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, Leute. Big Point? Willst du mich verarschen? Ich weiß schon, warum ich damals aufgehört habe, das zu spielen. Ich wusste warum. Die benötigt man dann in der Alchemie, soweit ich weiß. Wenn das nicht stimmen sollte, erschlagt mich bitte. Es ist kein Problem. Ich kann hier nichts werden. Hallo, Big Point. Ich liebe eure Online-Spiele, weil die so wunderschön bugfrei sind. Ich hasse euch. Sorry. Kann man hier runterblättern? Big Point? Hallo, Big Point. Oh, ich liebe euch. Oh. Das tut mir so im Herzen weh. Oh, mittlerweile 2-mal? Was? Kategorie Gold. Aha. Was heißt das? Einmalig 200 EP Florist. Ja, kann ich klicken? Werd eh Florist. Hier kannst gucken. Kann kein Florist werden. Hier bitte, ne? Geht raus. Ich will nicht mehr.
Finde ich nicht offene Quest. Wie kann man nur so einen Scheiß produzieren? Ich verstehe das nicht. Steht auch nicht hier bei Special, was auch immer. Ich höre auf. Ich habe die Nase voll. Hier, ich kaufe mir wenigstens nochmal auf gut Glück. Mal gucken, ob wir Glück haben. Einmal hole ich mir und dann beschwere ich mich am Ende der Folge wieder. Obwohl, wir haben ja schon Ende der Folge. Zack. Ich fresse Besen, wenn es jetzt... Nein, es ist kein Hahnenstall. Es ist ein Hühnerstall, wo obendrauf ein Hahn ist. Yay! Okay. Bevor es noch eskaliert hier, würde ich sagen... Nein, das darf's noch nicht gewesen sein. Nein, nie darf das zu Ende gehen. Eine Ära muss immer weitergehen. Oh Gott, was rede ich hier für ein Quatsch? Oh mein Gott, es geht doch weiter, oder was? Ja, und... Spielt. Ah ja. Nur die alten Hasen kennen das Lied. Ich glaube, die neuen Hasen haben da keine. Hier zum Beispiel Frühreife und Frischpleiber. Das heißt, es entsteht langsamer Unkraut. Das erklärt schon. Und natürlich hier auch Dung. 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 Einen Moment, bin gleich wieder da. So, ja, ich bin wieder da, frische Musik eingeblendet. Ja, Düngerchance verbraucht man da nicht mehr so viel. Ich glaube, heute ist so ein bisschen eine Folge für alte Hasen. Wenn ich alte Hasen sage, dann nicht mit 20-Jährige, sondern tatsächlich mehr so in der 30er-Bereich, 40er-Bereich. Dieses Lied kennt keine Sau. An Themen. Was habe ich denn geboten? Ich habe so um die 6000 geboten. 6570 habe ich geboten. Aha. Abgeschlossen. Haben wir was drinne? Haben wir. Ja! Alte Schwede. Keine Veredelung. Leck dich. Okay, ein paar Superdünge habe ich noch. Ich habe gespart. Channel O. Jetzt mit meinem. Ich habe da jetzt so ein neues Stativ, Alter. Ich glaube, die Zähne schneide ich raus. Okay. Ja. Das hat ich mir schon alles aufgekritzelt. Also erst Bienenfutter, dann Kuhfutter, dann Schweinefutter und dann das Schaffutter. So, ansonsten benötige ich dann noch ein bisschen Ziegenfutter und ansonsten genügend Entenfutter. Habe ich bemerkt, dass komischerweise die Pfingstrosenpflanze, also wenn sie noch in Produktion ist, aussieht wie Hanf. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nur an meiner, ob das irgendwie so eine Realitätsverlust Szene war, die ich da hatte, als ich das gesehen hatte, oder ob das Realität war. Mir juckt die Nase heute. Ja, auf alle Fälle dieses Event. Dann muss ich auch noch mal was sagen. Kino.
Verdammt nochmal, dieses scheiß verfluchte Kino geht schon seit einer Woche nicht mehr. Und ich kann hier klicken, Film ab. Tut uns wirklich leid, dieses Angebot ist nicht mehr verfügbar. Was? 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 Verdammt nochmal. Ich verstehe das nicht. Nimm dieses scheiß verfluchte Kino raus. Big Point, ich möchte dieses scheiß Kino raus haben. Wenn es nicht geht, dann sollen sie es lassen. Und es geht überall nicht. Es geht nicht nur an meinen Rechner so, das geht auch an meinen Laptop nicht so. Es geht an einen anderen Computer nicht so. Das ist überall so. Ich kann nicht ins Kino gehen. Entweder wird mir kommt eine Anzeige, dass sie keine Videos verfügbar haben, obwohl ich tagelang nichts geguckt habe, schon über einer Woche schon nicht mehr im Kino war. Und auf einmal sind keine Videos mehr verfügbar? What? Ich verstehe das System nicht mehr beim Kino. Ich meine, daran sollten die mal was tun. Ich meine, ich verstehe das nicht. Ah, fick dich, ich geh. Nee, komm, ich verschwinde. Okay, was sagen wir? Wäre ich am allerliebsten jetzt schon ein Meister meines Fachs. Ich bin beliebter bei allen, die mich...